Hörverstehen, Teil 2. Sie hören ein Rundfunkinterview. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören dieses Interview nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 46 bis 55. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 46 bis 55. Sie haben dazu 60 Sekunden Zeit. Gabi Edler ist heute zu Gast im Deutschlandradio Berlin. Sie lebt in Leipzig, war dort lange bei den Verkehrsbetrieben, unter anderem eine ganze Weile als Straßenbahnfahrerin. Und seit ungefähr 12 Jahren, ein bisschen mehr sogar inzwischen, kümmert sie sich um die Straßenkinder von Leipzig. Schönen guten Morgen nochmal, Frau Edler. Nun sind Sie nach so langer Zeit das erste Mal wieder in Berlin und haben mir gleich erzählt, heute Morgen im Hotel sind Sie erkannt worden von einem fremden Menschen. Passiert Ihnen das öfter? Ja, im Moment ja, weil es eben viel durch die Medien gekommen ist. Ich finde es auch gut. Ich mache es ja auch bloß wegen Kindern. Können Sie denn in Leipzig noch weiter als, sagen wir mal, 300 Meter aus dem Haus rauslaufen, ohne dass Sie jemand begrüßt? Ja, bisschen schon noch. Ist ja nicht nur deswegen. Deswegen ist ja auch so, mich kennen viele von Verkehrsbetrieben. Wenn man über 26 Jahre bei so einem Betrieb war, dann kennen ihn viele. Das ist ja ganz normal. Die Straßenbahn fährt vorbei, da winken die und klingeln und das ist normal. Wie ging es denn los? Man denkt ja immer auch heute noch, wenn man nicht in Leipzig wohnt und sie nicht kennt, Straßenkinder. Das ist ein Problem von Brasilien, vielleicht von New York, vielleicht gerade so eben noch von Berlin. Wann haben Sie in Leipzig erstmal bewusst das wahrgenommen, dass es das Problem bei Ihnen auch gibt? Also als allererstes habe ich eigentlich wahrgenommen in Frankfurt am Main. Und da habe ich gesagt, 90 war ich eingeladen dort von der Stadt von Frankfurt. Und da war ich dort gewesen und da habe ich das am Bahnhof gesehen. Und da habe ich, wo ich wiedergekommen bin, habe ich gesagt, Leute, das kommt ganz schnell zu uns. Und es war ja auch so. Da habe ich eigentlich erst angefangen, mit Obdachlosen mich zu kümmern, weil man gemerkt hat, dass viele durch arbeitslos und Scheidung und dann runtergerutscht sind. Ja, und dann habe ich schon mal ein paar Kids angesprochen und wollten von mir was haben. Und da habe ich gesagt, ihr kriegt kein Geld, wir gehen zum Bäcker und da kriegt ihr zu essen. Und so fing das eigentlich an. Wie haben die denn da reagiert, als sie das gesagt haben? Die haben mich erst vor ein bisschen dumm angeguckt, weil ich denke mir, die haben gedacht, sie kriegen Geld und können irgendwas, weiß ich, holen, Zigaretten oder was. Da war es ja auch noch nicht mit Drogen so. Es war 92, da war es noch nicht so. Jetzt ist ja extrem. Die beiden, die damals sozusagen die ersten waren, die sie angesprochen haben, wie alt waren die ungefähr? Sven war 13 und der andere war 14. Ja. Und mit denen sind sie dann wirklich zu irgendeiner Bäckerei und haben was eingekauft? Ja. Haben Sie die danach dann wieder gesehen oder war das erstmal eine Geschichte und dann warum? Nee, das hat sich ganz schnell rumgesprochen unter den Kids, dass sie von mir was kriegen. Vor allen Dingen, ich habe mich dann am Bahnhof hingesetzt in Leipzig, das sind so Bänke, das kann man sich schon hinsetzen und habe dann eben gewartet, es hat lange gedauert, das Vertrauen auch zu den Kids, zu dir dann da ist. Und dann dachte ich mir, na gut, Abrisshäuser waren ja damals in Leipzig viele, da habe ich dann in Abrisshäusern mitgeschlafen und um denen zu beweisen, dass ich ihnen helfe, dass ich zu ihnen gehöre, also dass ich sie akzeptiere. Das heißt, sie haben wirklich, sie hatten natürlich, sie haben damals noch gearbeitet, eine ganz normale Wohnung und sie haben wirklich in Abrisshäusern übernachtet.
Das musste man einfach machen, um denen zu beweisen, dass man zu ihnen steht. Können Sie sich noch an Ihre erste Nacht in so einem Abrisshaus erinnern? Ja, ich bin bald gestorben. War das im Winter oder im Sommer? Sommer. Immerhin. Ich bin aber bald, trotzdem bin ich bald gestorben, weil das knackte überall und naja, wie das so und so. Dann haben die mir auch einen Weg gezeigt, wo ich langlaufen muss, damit ich nicht runterplauze. Sind ja alle kaputt, ist ja ganz klar, ne? Aber ich denke mir, gerade die eine, die war damals 11, die hat bei uns bei Leitungsverkehrsbetrieben gelernt. Die hat studiert. Das Mädel ist top. Also wie haben denn damals, man, das ist, heute sind Sie in der Stadt überwiegend bekannt, ja, und man weiß, was Sie tun und Sie haben eine Menge erreicht. Aber wenn ich mir das damals vorstelle, so nach den ersten paar Nächten im Abrisshaus, wenn dann damals Kolleginnen Sie gefragt haben, hast du letzte Nacht gemacht? Sagen wir, die war im Abrisshaus. Haben die Sie nicht am Anfang auch ein bisschen für verrückt gehalten? Verrückt erklärt haben Sie mich. Mein Chef hat gesagt, du hast den Knall. Aber er hat es verstanden und er hat auch immer klein mitgemacht. Denn es ging ja damals los. Ich habe 1990 die erste Kinderweihnachtsfeier gemacht für Bedürftige. Da waren es 11 Kinder. Jetzt sind es mittlerweile 130, 140, die wir zu Weihnachten, zu einer großen Weihnachtsfeier haben. Da gehe ich am 15.11., gibt es Weihnachtsgeld beim öffentlichen Dienst. Da gehe ich überall sammeln mit meiner Büchse, meinen Kollegen. Da ist jetzt ja die Büchse, die ich schon erwähnt habe. Genau. Da gehe ich dann sammeln und dann kommen die Wunschzettel von Kids, gemalte. Und danach gehe ich dann einkaufen bei Galeria Kaufhof und da kriege ich Rabatt. Mussten Sie sich so ein bisschen, es ist Spendensammeln, das ist eigentlich sehr ehrenwert, aber es hat ja was vom Betteln. Mussten Sie sich überwinden? Nee, ich muss mich nicht überwinden. Ich kenne da nicht. Auch mit, nee. Ich mache es doch nicht für mich. Sind Sie da auch hartnäckig, wenn jemand vor Ihnen steht, von, ja, dem Sie wissen, der hat so wenig Geld, nun nicht, nicht gleich ein Millionär, aber der hätte schon genug für mal 3-4 Euro. Und der sagt erstmal, nee, ich habe jetzt keine Zeit, ich gebe nichts. Laufen Sie dem dann hinterher? Das trauen die sich gar nicht. Das trauen die sich wirklich nicht. Sie haben tatsächlich ein bisschen diese Ausstrahlung. Ich muss das zugeben, als ich heute Morgen hingehe, habe ich extra geguckt.